Hey guys, so ja, in Smash wieder hier am Drücker. Mit einer neuen Aufnahme von Super Smash Bros. Ultimate. Mit dem neuesten Update. Ja, ihr habt es gesehen. Der neue DLC-Charakter ist jetzt verfügbar. Es handelt sich um niemand anderes als um Minecraft Steve. Und anhand von dem Reaction-Video von mir mit Keanu. Dürftet ihr eigentlich schon wissen, was ich von dem Charakter halte. Aber ich lasse es mir dennoch nicht nehmen, ihn mal hier in meiner Playlist von Super Smash Bros. Vorzustellen. Und was haben wir hier? Offizielle Turnierqualifikation? Okay. Och nö, oder? Verbindung ist instabil? Also, ist da jetzt mein Internet gemeint? Kann eigentlich gar nicht sein, weil es wird angezeigt, dass ich Internet habe. Nö. Ja, also an meinem Internet kann es nicht liegen. Ich habe noch Internet. Ja, gut, schauen wir mal. Wir machen einfach mal hier schnelles Spiel und testen den Charakter gleich mal aufs Exempel. Okay. Ja, es scheint wohl Probleme mit dem Netzwerk zu geben. Eventuell wegen dem Update. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, schade. Dann können wir den Charakter ja doch online nicht spielen. Na gut, dann müssen wir ihn eben offline testen. Machen wir das mal im normalen Smash-Modus. Machen wir einfach mal den normalen Smash, dann können wir auch die Stage mal noch zeigen. Ja, 3 Minuten und 3 Stocks. Neue Stage. Da haben wir sie. Minecraft-Welt. Oh mein Gott. Why? Und da ist er. Steve. Natürlich auch mit verschiedenen Skins. Mit 3 männlichen, 3 weiblichen Varianten, einem Zombie und einer Creeper-Variante. Aber wir spielen mal den normalen Steve. Allerdings nicht gegen einen Kommen auf Level 9. Machen wir mal auf Level 1, denn ich möchte ja mal zeigen, was er so kann. Und ich muss ja auch noch selbst ausprobieren, wie er funktioniert. Denn es ist jetzt gleich die erste Aufnahme hier. Der erste Kampf, erste Aufnahme. Und es sind schon mal 2 Retro-Charaktere. Na gut, kann man Minecraft wirklich als Retro bezeichnen? 2 Charaktere, die sehr einfach gestrickt sind vom Design her, sagen wir es mal so. Oh mein Gott. Ich wollte. Leute, ich wollte gerade aus Reflex, weil es hier jetzt eine Minecraft-Welt ist und ich Steve spiele, wollte ich jetzt wie in Minecraft die normale Sprungtaste nehmen. Dabei war das, habe ich jetzt aus Versehen einen Smash-Angriff gemacht. Oh mein Gott. Ja, gucken wir mal, was er so kann. Also von den Bewegungen her sieht das echt aus wie in Minecraft. Tja, dann haben wir hier den normalen Smash-Angriff, den Up-Smash. Den Down Smash, Front Smash. Gucken wir mal, was so die Air-Angriffe machen. Front Air, Up Air, Down Air. Okay, schon mal richtig geil. Tu es einfach mal so einen Amboss beschwören. Front Air, Back Air und so weiter. Gucken wir mal die Special Moves, ja, den Neutral B. Ah, mit dem, ja, genau, der Neutral B, das war ja so abbauen. Ist ja geil, die können die Stage einfach mal abbauen. Ja, hier ist auf dem Boden, tun wir Ressourcen irgendwie ausbuddeln oder so. Okay, aber ich sehe gerade die Leiste über dem Eigen von Steve. Die ist voll, also wir können jetzt die zweite abbauen.
Oh, im Hintergrund, da tauchen die Zombies auf, weil die Sonne untergeht. Nettes Detail. Wie war denn das? Man kann auch hier irgendwie... What? Das war der Abbi. Wow. Das war der Abbi. Wie war denn das? Man konnte doch irgendwie craften. Der Steve tut auch allgemein ziemlich schlecht springen. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist wirklich der schlechteste Charakter, was Springen betrifft. Wie war denn das nochmal mit... Okay. Oh Gott! Leute, hilf mir! Hilf mir doch mal! So helfen Sie mir doch! Okay, beim Springen der Null-Trippy, damit bauen wir dann... Ja, dann bauen wir dann halt Sachen. Wow! Das war der Side-B, die Lore. Okay, that's nice. Mit der Lore können wir auch Charaktere einfangen. Okay, ich kann es jetzt nicht machen. Weil ich gerade kein Eisen mehr im Repertoire habe. Und Api! Ja! Können wir auch so ein bisschen steuern? Okay, das war der Side-B. Der Api, das war dieses Fliegen. Der Down-B. Ah, okay. Damit tun wir ein TNT-Fass hinlegen. Uah. Gucken wir mal. Jetzt kann ich nicht mehr, weil ja, anscheinend Ressourcen fehlen. Mann! Ja, okay, ist alles schon ein sehr interessanter Charakter. Ich habe nur leider vergessen, wie das war mit Dingen craften. Irgendwie konnte man das doch hier an dieser Craftbox. Der Throw? Hier. Graben. War der One Throw. Okay. Okay, also so ein paar Tricks und Kniffe, die muss ich mal noch gucken. Ich muss noch mal gucken, wie das war mit dem Craften. Also Steve konnte craften. Ich weiß nur nicht mehr, wie das war. Man musste irgendwie an der an dieser Craftbox da stehen, irgendwas drücken. Ich weiß noch leider nicht mehr, was es war. Sagen wir mal richtig krass auf Minecraft gehen. Hier mal ein paar Minecraft-Charaktere nehmen. Mal auf Stufe 6. Machen wir gleich mal volle Pulle hier. Zack. Komm, wenn schon, dann wollen wir auch hier die Special Skins noch haben. Hier Zombie und Enderman. Was hast du denn? Meine Güte. Bleib doch hier drauf. Ich will nur das Level ändern. Ich hatte ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich geplant, Steve im Online-Modus zu testen, aber das wurde ja jetzt leider nichts, weil es wohl anscheinend irgendwie Netzwerk-Server-Probleme, whatever gibt. Und ja, ich habe auch geplant gehabt, eigentlich mit den Kollegen hier Steve online zu testen. Wow. Ach ja, die normalen A-Angriffe können wir auch noch machen. Hier Up-Tilt, Down-Tilt, Front-Tilt, ist einfach mal hier so im Laufen schlagen. Was wollte ich sagen? Ich wollte das eigentlich im Online-Modus mit den Kollegen testen, aber irgendwie scheint heute an dem Tag, wo Steve erscheint, keiner irgendwie Zeit zu haben oder so, kein Bock, whatever. Und ja, jetzt teste ich ihn einfach mal so. Ich hatte auch eigentlich überlegt gehabt, wenn es dazu kommt, mit den Kollegen online zu zocken, dass ich vielleicht mal wieder eine Ankündigung mache für euch Zuschauer, dass ihr Zuschauer vielleicht mal wieder mitsmashen könnt, wenn ihr Bock habt. Ja, vorher sonst nie mehr wirklich gut geklappt. Ein, zwei Zuschauer sind mal dazugekommen, haben mitgekämpft, aber war jetzt nicht so eine große Aktion, aber ich dachte mir, ja, vielleicht ein, zwei mitmachen wollen, warum nicht? Also, wenn es wieder zu einer Online-Partie kommen sollte, vielleicht jetzt am Wochenende dann, würde ich ein Ankündigungsvideo raushauen, wo dann nochmal gesagt wird, yo, dann und dann tun wir zocken,
Wenn ihr wollt, liebe Zuschauer, könnt ihr dann gerne dazu joinen in den Raum. Raumdaten und so weiter, die werden dann im Laufe des Abends im Video, in der Videobeschreibung hinzugefügt. Und dann könntet ihr dann halt joinen. Ich habe ja schon mal so... Ah, jetzt wollte er gerade was craften, okay. Oh! Ey, lass mich doch mal craften! Ich muss nur direkt an der... sag's doch! An der Craftbox stehen. Am Crafting Table, das wollte ich sagen. Ich muss nur direkt davon dran stehen und B drücken, dann kann ich was craften. Oh, Junge, craft doch! Warum craftest du nicht? Und dann muss ich noch was anderes drücken. Ich check's nicht. Ich check diesen Charakter nicht. Oh Gott, der Ultra Smash. Ja, jedenfalls, wenn es zu einer Online-Partie kommt mit den Kollegen, hau ich dann ein Ankündigungsvideo raus. Das bin ich mal dran hier. Mit Ultra Smash Trotz. Ankündigungsvideo würde ich dann machen, wo dann ihr Zuschauer informiert werdet. Ja, damit ihr dann auch mit smashen könnt, wenn ihr wollt. Aber ja, wie gesagt, würde ich dann ein Ankündigungsvideo raushauen. Oh Gott. Die Kreaturen des Bösen haben gewonnen. Fuck. Der Enderman! Also es ist schon irgendwo witzig, dass Minecraft hier in Smash einfach mal mit integriert ist, aber dennoch. Steve hätte ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Nehmen wir mal ein drittes Mal die Stage aus, mal gucken, was wir dann bekommen. Ich würde mal sagen, wir tun noch mal ein paar andere Charaktere hier nehmen. Überlassen wir das Ganze mal dem Zufall. Jetzt bin ich mal gespannt, gegen welche Charaktere sich Minecraft Steve hier jetzt behaupten darf. Oh, Ryu, Pac-Man, Darain. Schöne bunte Mischung. So, jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen ernster hier kämpfen. Boah. Ich habe halt auch keinen Redstone. Ich kann keine Redstone-Leiter umlegen, um das TNT-Fass aus der Entfernung zu zünden. Das ist halt wirklich so eine Sache, man muss da wirklich gucken, was hat man gerade im Inventar und was kann man dann machen. Das ist schon ziemlich interessant. Ich kann jetzt zum Beispiel auch keine Down-Air machen, weil ich kein Eisen habe. Weil ich halt kein Amboss erscheinen lassen kann. Side B kann ich auch nicht machen, weil mir halt Eisen fehlt, weil ich mir keine Lore und keine Schienen machen kann. Also Steve ist wirklich schon ziemlich krass an seine Ressourcen gebunden, weil sonst kann er echt diverse Angriffe nicht machen. Wow, wow. Oh, oh nein, ey! Flieg Steve! Oh, wo bin ich? Da bin ich! Nein! Fuck. Oh, wie fies. Ey, da hat Darin echt gewartet, bis ich wieder unten war, weil ich die Down Air gemacht habe. Die hat sie mich echt abgefangen. Ach, muss ich... Jetzt weiß ich, wie ich Ressourcen abbaue. Ich habe immer wieder die B-Taste. So, zack, 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 zack.
mehrmals gedrückt, aber muss ich die B-Taste einfach nur gedrückt halten, um Zeugs abzubauen. Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch, ich habe vorhin eine Redstone-Gedöns eingesammelt. Ist das jetzt eine Leiste? Ich sehe es nicht. Kann ich mir jetzt so eine Leitung legen? Alter, Rio, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack. Oh, Scheiße! Ich hasse euch! Wenn ich jetzt noch weiß, wie ich das mit dem Craften machen kann. Also wie gesagt, ich weiß, dass ich an dem Crafting Table stehen muss. Aber manchmal scheint er nicht reagieren zu wollen. Oder muss ich da auch einfach nur die B-Taste gedrückt halten? Nicht in mir mal austechten. Ich würde sagen, wechseln wir mal den Skin. Machen wir mal als Zombie. Als den guten alten Zombie. So, nun muss ich mir das im Video nochmal angucken, wie das mit dem Crafting war. Ach, schon wieder dieses Dorf-Stage. Man, es gibt so viele Biome, die hier bei dieser Stage mit integriert sind. Und wir kriegen immer nur hier das Dorf. Jetzt wollte er gerade craften, Peach, du blöde Kuh. Ha, boah, jetzt haben wir ein Eisenschwert. Generell Eisenwaffen haben wir jetzt. Jetzt können wir nochmal richtig reinbashen. Nein, nein, nein! Oh Gott, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Ich habe aus Versehen den Upbeat gemacht. Boah, wenn du aus Versehen den Upbeat machst, ist auch kacke. Hier, Steinschwert. Oh! Hey! Boah, du Penner, ey. Wenn du mich jetzt in die Explosion reingeworfen hättest, ich hätte dich ein bisschen gehasst. Ein Zombie bei Nacht. Ich fühle mich wie zu Hause. Da bin ich jetzt runtergefallen, weil ich nichts gesehen habe. Danke, du Penner. So, Kirby mit der Lore gefangen. Kann man auch mal machen. Na warte. Ja, Kirby! Boah, yes. Noch voll erwischt. Boah, das war knapp. Manu. Und die Zombies im Hintergrund verbrennen. Ich verbrenne auch, ich bin auch ein Zombie. Oh, ich habe wieder Redstone gefunden. Oh, wir sind alle zweiter. Bis auf Kirby. Okay.
Tweet. Okay, machen wir noch einmal. Hoffen wir mal, dass wir mal eine andere Stage-Variante kriegen. Zack. Machen wir mal Steve gegen Alex. Nach dem Kampf gucke ich mal, wie lange ich aufnehme. Wer weiß, vielleicht tue ich dann den Part auch schon beenden. Ich gebe mal ein kleines Resümee ab. Okay, die Stages sind ein bisschen anders. Ja, Zeugs, erstmal Zeugs abbauen, ja genau. Ein Eisenschwert! Huch! Das wollte ich jetzt nicht. Mein Gott, seht ihr das im Hintergrund? Das Evil Chicken! Nein! Oh! Boah, das war geil. Das war geil. Ach stimmt, man konnte damit ja spiken. Oh shit, sie hat ein Diamantschwert. Nicht Diamantschwert, ein Goldschwert. Ein Goldschwert, goddammit. Nein! Oh, jetzt hätte mich eine so punishen können mit dem Ultra Smash. Oh Gott. Hat gerade noch so gereicht. Nein! Finish it. Oh ja, viele schöne Sachen. Zack. Das habe ich mich selbst ausgenockt. Ist gut. Alter, die macht mich gerade so fertig. Ich habe kein Schwert. Kein Schwert. Danke. Mit dem Charakter nicht wirklich umgehen. Also Steve wird heute nicht mein Charakter. Uff. Hey, aber wir haben gewonnen. So, schauen wir mal, wie lange wir aufnehmen. Ja, 25 Minuten, gut, länger möchte ich den Part jetzt auch nicht machen. Ja, also wie gesagt. Ein bisschen schade, ich hätte es jetzt gerne online getestet. Aber gut, jetzt haben wir halt immer den Standard-Modus hier, den normalen Smash-Modus hier gehabt. Steve ist, ja, wie gesagt, er hat interessante Gimmicks irgendwo, dass er halt auch auf das Crafting so gebunden ist und Ressourcen abbauen, so wie man es halt aus Minecraft kennt. Ich habe hier wieder Wortfindungsstörungen. Es ist früher Morgen, Leute, es ist früher Morgen, goddammit. ja, aber erstens, wie gesagt, hätte ich nicht gebraucht als Charakter. Zweitens, ja, er ist nicht so mein Fall. Er ist irgendwo interessant, auf jeden Fall. Aber mein Fall ist er definitiv nicht. Also, er wird keiner meiner Favoriten werden.
Gut Leute, was haltet ihr von Minecraft Steve? Was haltet ihr von der Stage? Was haltet ihr generell davon, dass Minecraft in Super Smash Bros. Nun mit integriert ist? Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen, so dieser kleine Vorstellungspart. Wie gesagt, am Wochenende vielleicht eine Runde Smash mit den Kollegen. Wenn das so weit kommen sollte, Ankündigungsvideo wird kommen, sodass ihr Zuschauer dann mit smashen könnt. Dann könnten wir vielleicht gemeinsam Minecraft Steve nochmal im Online-Modus testen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!